Hey, ich bin der Quirin von der Gleitschirmschule Tegernsee. Ich habe das Vergnügen gehabt, den neuen IKUMA 3P von Niviop zu testen die letzten Tage. Habe so gut 15 Stunden, würde ich schätzen. Genau, und ich zeige euch heute als allererstes mal das persönliche Highlight für mich von den Schirmen. Und zwar ist es der Tragegurt. Die B-Ebene beim IKUMA 3P ist praktisch so schwimmend gelagert über eine Umlenkrolle. Wenn ich also beschleunigt fliege, kann ich hier bei der C-Ebene einen ziemlich komfortablen Griff greifen, und wenn ich dann an der C-Ebene ziehe, zieht es gleich die B-Ebene mit runter. Dadurch, dass die Rollen hier ziemlich groß sind, ist da super wenig Steuerdruck drauf. Das heißt, es funktioniert mega effizient. Man kann auch sehr lang beschleunigt fliegen, ohne dass es müde wird für die Hände, und der Schirm reagiert super auf die Inputs. Also man kann auch durch stärkere Thermiken gut mal voll beschleunigt durchfliegen, ohne dass man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über den Schirm. Aha, cool. Und im Flug, was sagst du da? Im Flug gefällt mir vor allem das Thermik-Handling ziemlich gut. Der zeigt schön an, überfordert mich aber gar nicht. Also ist total human, würde ich sagen. Super zugänglich für die High-B-Klasse, also für alle Piloten, die aus dem Low-B-Bereich kommen und mehr Performance haben wollen. Die sind mit so einem Schirm super beraten, auch weil er sehr hohe passive Sicherheitsreserven hat. Bei Klappern und sowas ist echt wenig Drehbewegung im Spiel. Bei unbeschleunigten Klappern eigentlich fast gar keine Drehbewegung. Also sehr fehlerverzeihend auch, speziell für Umsteiger, würde ich sagen. Ja, cool. Dann freuen wir uns auf die Thermik. Gehen wir fliegen. Ja, gehen wir eine Runde fliegen. Danke.